Insights, Insight. Aha-Momente für mehr Leichtigkeit im Leben, Business und Beruf. Von und mit Silvia Kietil und Shelia Stevens. In diesem Podcast stehen persönliche Erkenntnisse im Vordergrund unter dem Motto There's nothing to do, there's something to see. Du entdeckst die drei Prinzipien hinter dem Leben und lernst, wie mehr Gelassenheit, innere Ruhe und entspannter Erfolg auch für dich möglich sind. Genieße die folgenden Minuten. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Insights Insight. In der heutigen Episode geht es um das Thema das Leben nicht zu persönlich nehmen. Und wir stellen in dieser Episode einen kleinen Blickwinkelveränderung ein. Wir fokussieren in Richtung des Unpersönlichen. Und ich sage schon mal vorweg, das ist etwas, wo, wenn du versuchst, in die Richtung zu deuten, es ist wie, als würdest du mit Feuer auf Eis schießen. Je näher du an die Sache rankommst, desto mehr schmelzt das Eis. Aber wir geben es zum Besten heute. Und zwar habe ich gedacht, Silvia, dass ich beginne zu erklären, dass wir nur einen Aspekt von das Leben persönlich nehmen anschauen. Es gibt so viele Aspekte. Mhm. Wir könnten wahrscheinlich drei Podcasts darüber nur sprechen. Wie nehmen wir das Leben persönlich? Und in der letzten Episode haben wir über diese Jellybean Jar gesprochen und wie wir den Inhalt unserer Gedanken persönlich nehmen. Aber da will ich nicht hin heute. Ich will in eine andere Richtung. Ich habe vor kurzem einen Blogartikel geschrieben zu diesem selbigen Thema. Und zwar Folgendes habe ich in etwa drin beschrieben. Seitdem ich klein bin, nehme ich das Leben sehr persönlich, weil meine Person wurde auch viel Aufmerksamkeit geschenkt. Ich bin Amerikanerin und wir leben in einer Kultur des Individualismus, wo jeder was werden kann und wo es in unserer Kultur unglaublich wichtig ist, der eigene Person Fokus zu geben. Und so bin ich aufgewachsen auch, also alle meine Omas und Tanten und Onkeln und Lehrer und auch meine Eltern haben auf mich geschaut und haben mich versucht, das Individuum zu stärken, mich in meine Identität so schön aufzubauen, was extrem lieb gemeint war. Sie haben mir Sachen gesagt wie: Boah, Shelia, bist du ein hübsches Mädchen, du wirst ein Herzensbrecher sein, also all die Jungs werden dir zu Füße fallen. Sie haben mir gesagt, wie schlau ich bin. Ich bin früh in die Schule gekommen mit 4 und wurde schon angenommen und mei, bist du ein schlaues Mädchen. Und später habe ich begonnen, in der Kirche zu singen, in ein Quartett oder vielleicht in manche Aufführungen und boah, kannst du schön singen, du hast das Talent zu singen, du hast das Talent zum Schreiben. Also meine Familie hat es mir von allen Seiten gegeben und das war sehr aufbauend und schön. Und doch später ist es irgendwie weitergegangen in meinem Leben. Ich habe gelernt, irgendwie von der Außenwelt, man soll sich gewisserweise einnorden. Und ich habe begonnen, mich mit meiner einzigartigen Stärken und Talente auseinanderzusetzen. Ich habe Assessments und Tests gemacht und manche haben mir gesagt, Shelia, du bist eine typische Mechanikerin, du kannst Systeme und Strukturen gut aufbauen. Oder einmal wurde ich als Gelbrot eingestuft in einem Test, dass ich irgendwie extrovertiert und freundlich bin und andere inspirieren kann. Oder später war ich bei einer Business-Mentorin und wir haben geguckt, was ist meine Brillanzzone und in einer Mastermind-Gruppe habe ich erfahren, ja, ich kann besonders gut sprechen und das eignet sich für Vorträge und für Videoaufzeichnungen, Webinare und das sollte ich in mein Business ausrichten auf diese stärkenden Talente. Also, wo ich hinauf will, ist vieles in unserer Gesellschaft, vieles in unserer Konditionierung schaut oder deutet zu uns zurück und sagt, beschäftig dich mit dir umgehend sehr viel und mach daraus ein Leben, was zu dir passt. Das ist eine Art und Weise, wie wir das Leben persönlich nehmen können. Und für mich persönlich war das zu einem gewissen Grad hilfreich, aber viel mehr ist auf dem Weg in dieser Botschaft was verloren gegangen, nämlich
ich habe irgendwie gelernt, oh, ich muss das Leben wahnsinnig persönlich nehmen. Meine Identität ist total wichtig. Und ich kreiste mich Tag ein und Tag aus um meine eigene Person. Habe auch dann begonnen, nicht nur mein Leben, sondern mein Business sehr persönlich zu nehmen. Und für mich war das unglaublich erschöpfend, ständig über mich selbst nachzudenken. Und es war gewisserweise limitierend, weil ich dachte, naja, wenn ich gut sprechen kann, also darf ich nicht schreiben. Oder wenn ich eher die Mechanikerin bin, dann bin ich wohl nicht eine Unternehmerin, die ein visionäres Business aufbaut. Und so weiter und so fort. Ich habe mir überall so Einengungen und Auflimitierungen aufgesetzt, unbewusst, und habe versucht, mich immer so in diesem engen Korsett zu bewegen und hatte ein bisschen Angst oder Unsicherheit, wenn ich mich hinausbewegt habe. Und heute, wenn wir Folgendes nur schaffen, und ich übergebe gleich an die Silvia, dass du wie ich beginnst zu überlegen, gibt es vielleicht etwas Interessanteres, etwas Kraftvolleres, etwas Sinnvolleres, Nützlicheres als die eigene Person und die eigene Identität. Und wenn wir schaffen, heute eine klitzekleine Spalt aufzumachen für das Hinsehen in eine andere Richtung, nämlich in Richtung des Unpersönlichen oder manchmal sagt man auf Englisch dazu the universal experience oder the universal truth oder das, was wir alle 8 Milliarden Menschen gemeinsam haben oder wie das Leben grundsätzlich funktioniert, was mit uns nichts zu tun hat. Und wenn wir schaffen, dass du ein bisschen neugierig wirst, auf was es heißt, das Leben nicht persönlich zu nehmen, dann haben wir unsere Aufgabe gut gemeistert. Silvia, was hörtest du schon in dieser ersten Teil? Was kommen dir für Impulse? Ja, mehrere Dinge. Also das Erste, was ich gehört habe, ist, dass du ja eigentlich sehr viel Positives von deiner Familie bekommen hast. Und es gibt sehr viele Menschen da draußen und auch immer wieder in meinen Coachings, die sich ganz fürchterlich über ihre Eltern beschweren, dass sie sie nicht bestärkt haben, dass sie ihnen nicht genug Selbstvertrauen mitgegeben haben, dass sie sie kritisiert haben und nicht unterstützt haben. Und daran hängen sich sehr, sehr viele dann auf, sagt, ja, ich bin nicht so erfolgreich, weil meine Eltern damals oder mein Lehrer oder was auch immer in der Vergangenheit. Und deswegen finde ich das sehr, sehr spannend, dass du das jetzt sagst, nämlich als Mensch, der offensichtlich sehr, sehr viel Unterstützung von der Familie bekommen hat, sehr viel Selbstvertrauen und es trotzdem anstrengend geworden ist. Weil eigentlich könnte man ja meinen, und in der Psychologie da wird es ja viel in die Vergangenheit hingeschaut, und ja, wenn das damals anders gewesen wäre, ja, dann hätte ich es ja jetzt vielleicht. Aber wie wir sehen, ist das nicht der Schlüssel zu dem Geheimnis, dass auch ein Mensch, der sehr viel Selbstvertrauen, sehr viel Stärke, sehr viel Zuspruch bekommen hat, sehr wohl daran auch dann sich beengt fühlt oder eingeengt fühlt oder nicht, was auch immer, wie du das jetzt beschreiben würdest. Ich will jetzt keine Worte in den Mund legen. Und ein anderes Beispiel, weil ja, wir in dieser westlichen Welt, wir sind so auf Individualismus und nicht getrimmt. Und ich beschäftige mich seit 20 Jahren mit Psychologie. Und es ist eigentlich unglaublich, dass genau dort, wo wir jetzt hindeuten wollen, dieses Persönliche, das Leben sehr persönlich zu nehmen. Und dazu passt auch sehr gut die letzte Episode, die Inhalte unserer Gedanken oder unsere Gefühle sehr persönlich zu nehmen, macht es unheimlich schwer, weil wir uns identifizieren mit unseren scheinbaren Stärken, mit irgendwelchen Tests, mit irgendwelchen Auswertungen. Ich hatte ein Gespräch mit einer Freundin vor ein paar Wochen, und die hat mir ganz freudestrahlend erzählt, ja, also sie hat so einen Archetype-Marketing-Test gemacht. Ich finde den sehr, sehr witzig und ich kenne den auch. Und sie sagt, ja, und jetzt endlich weiß sie, sie ist Herrscherin und endlich kann sie das ausleben und endlich kann sie das machen. Und ich bin dort gesessen und habe gedacht, wow, ja, also da macht man online ein Ergebnis, also einen Test, dann bekommt man ein Ergebnis, in dem findet man sich, warum auch immer wieder, und dann plötzlich
darf man so sein, wie man eigentlich sein möchte. Mhm. Dann plötzlich darf man rausgehen. Dann plötzlich darf man sich zeigen, wie man ist. Und das hängt bei uns so ganz, ganz, ganz stark dran. Und wenn wir jetzt sagen, ja, aber was ist denn das Unpersönliche? Ich möchte gerne eine Metapher oder ein Beispiel bringen, wo das vielleicht ein bisschen schon einmal sichtbar ist. Neben mir steht hier eine Stehlampe. Diese Stehlampe fließt Strom, fließt Energie. Das heißt, die Lampe leuchtet nicht, weil sie eine Lampe ist, sondern die Lampe leuchtet, weil Energie durch sie durchfließt. Das heißt, die Lampe ist nur das Transportmittel, aber das, was eigentlich scheint, ist die Energie, der Strom, der durchfließt. Mhm. Und jetzt ist jede Lampe anders. Also die eine ist groß, die andere ist klein, die andere ist hell, die eine ist für außen, die ist für drinnen. Also es gibt Millionen Lampen da draußen, oder vielleicht sogar 8 Milliarden, ich weiß es nicht. Und jetzt ist jede Lampe individuell, keine Frage. Und doch ist es die Energie, der Strom, der die Lampe zum Erstrahlen bringt, der Strom, ja, der durch sie hindurchfließt und sie zu diesem Einzigartigen macht. Die Lampe selbst ist einfach nur, steht nur darum, aber jetzt sage ich einmal, auch diese Lebendigkeit, die Lampe dann hat natürlich, die Wärme, die sie ausstrahlt, diese Einzigartigkeit kann sie nur, weil es diese Energie gibt. Ja. Und es wäre sehr eigenartig, wenn jetzt, ich habe 2 Lampen hier, wenn die eine Lampe zur anderen Lampe sagt, ah, aber du hast ein viel ein schöneres Licht und wieso kann ich nicht so schön strahlen wie du? Ich möchte auch so hell strahlen. Jetzt finden wir das bei Lampen sehr witzig, aber im Prinzip ist das nichts anderes, was wir tun. Es sind ganz viele Lampen, ich nehme jetzt einfach diese Metapher weiter, die erstrahlen mit unserer Lebensenergie und jeder dieser Persönlichkeiten, jeder dieser Personen erstrahlt in einem anderen Licht. Und dann macht es einfach keinen Sinn, es wieder klein zu machen und dich in eine Schublade und eine Kategorie zu bringen. Ja. Ja, das sind jetzt mal so die ersten Gedanken, die ich dazu hatte. Das liebe ich. Also ich liebe auch diese Lampenmetapher, Sylvia, weil für mich, wo du hindeutest, ist in Richtung dieser Energie. Und das würde ich gerne aufgreifen, weil das war für mich auch unheimlich aufmachend, weitmachend, öffnend. Mhm. Nicht so mein persönlicher Ausdruck, also welche Lampe bin ich, mit welchen Lampenschirmen, welches Licht, sondern das habe ich eingehend untersucht und es reicht. Auch wirklich, wenn ich, bitte alle nicht falsch verstehen, diese Tests können aufschlussreich sein und manchmal sind sie sinnvoll, aber wir, nur dass wir sehen. Absolut, na, absolut, wir, genau. Es geht, aber wir nehmen es oft zu weit. Und wenn wir hinschauen zu dieser Energie und wie sie sich ausdrückt in der Welt, mein Lieblingsbild zurzeit ist so diese Idee, Sylvia, dass man, keine Ahnung, wenn man einen Raumanzug, einen persönlichen Raumanzug anziehen könnte und ins All gehen könnte, so von jetzt auf gleich mit einem Schnips. Und du würdest im All auf die Erde zurückblicken. Das Unpersönliche ist für mich, wie drückt sich diese Energie auf der Erde aus? Und zwar, du würdest vom All aus sehen, es gibt Wüsten mit ganz trockenen Bereichen und richtig heißen Temperaturen mit Wüstenschlangen. Es wird Bereiche geben, zum Beispiel im Süden, wo ich aufgewachsen bin, wo es richtig feucht war. Wir haben so ein subtropisches Klima und dort findest du so grüne Bäume, wo Moss, wie heißt Moss auf Deutsch? Moos, ja, danke. Wo Moos einfach runterhängt wie ein Zauberwald, wo alles so saftig ist. Du wirst vom All aus sehen, das Leben drückt sich unpersönlich aus, so neutral und unpersönlich, dass Babys geboren werden mit Babyatem. Kennst du das, wenn du ein Baby im Arm hältst und mit Schauchelsen riechst es sein Haar und du denkst dir, oh, es gibt nichts Schöneres als das Geruch von dem Haar des Kindes. Und wiederum, wenn wir in die Welt hinausschauen würden, sehen wir Krieg und Gemeinheiten und Menschen, die krank sind. Wir sehen auch, wenn wir hinschauen auf die Welt, keine Ahnung, von diesen 8 Milliarden Menschen, die fast jetzt mittlerweile auf dem Planeten sind, viele probieren Dinge aus und bei manchen von denen klappt das, was sie sich vornehmen, aber bei manchen anderen nicht. Also wir sehen Erfolge, wir sehen Scheitern. In diesem unpersönlichen Energie findet alles einen Ausdruck. Oder ein Beispiel, was mir auf dem Spaziergang vorhin auch gekommen ist, Sylvia,
was wir auch sehen würden, ist, überall auf dem gesamten Planeten, in dem Moment, wo Menschen ihre Aufmerksamkeit in Richtung einer Fragestellung, zum Beispiel unsere Fragestellung war, welche Episode nehmen wir als nächstes und was wollen wir darüber erzählen? Und ich kann sehen, ich gehe auf diesen Spaziergang und was alle Menschen gemeinsam haben ist, wenn wir uns eine solche Frage stellen, es gibt eine gewisse interaktive Intelligenz, die uns dazu Ideen gibt. Und jeder für seine Fragestellung, das haben wir alle gemeinsam. Und irgendwie da hineinzugehen in dieses, was sehe ich vom All aus, welche neutrale, unpersönliche Ausdruck gilt für uns alle. Und Silvia, vielleicht magst du das aufgreifen und vielleicht hast du eine Idee, warum das entspannend ist oder auch kraftgebend ist. Ja, das Warum weiß ich gar nicht. Es ist einfach so. Es ist einfach so. Ich gehe sehr, sehr viel mit meinem Hund spazieren. Und je mehr und mehr ich mich mit diesem Free Principle, mit dem Inside-Out Understanding, mit diesem Verständnis beschäftige, umso mehr nehme ich die Natur wahr. Mhm. Und wenn ich da rausschaue, und so wie du das sagst, da gibt es die Kategorien, die wir jetzt haben, also von, ich weiß nicht, also das sind Blumen, das sind Pflanzen, das sind Bäume, das sind Tiere, das sind Hunde, keine Ahnung, welche Kategorien wir noch alles haben. Das hilft uns Menschen, damit wir irgendwie dazu uns zurechtfinden. Wir kategorisieren gerne, wir geben gerne in Sachen in Schubladen, wir beschreiben sie gerne, weil wir halt auch Sprache haben, was das natürlich unterstützt und die Sprache Kategorien braucht, um gemeinsam zu kommunizieren. Also wenn wir diese Kategorien bei der Sprache nicht hätten, dann wäre es schwierig, dass wir uns unterhalten könnten. Aber die Natur braucht das nicht. Also die Natur braucht keine Kategorien, sondern die bringt einfach raus, was jetzt gerade raus möchte. Und wir haben hier einen kleinen Teich vor dem Haus und da habe ich ein paar Pflanzen und voriges Jahr im Sommer wuchs plötzlich mit einer ziemlichen Geschwindigkeit irgendeine Pflanze heraus. Ich kannte sie nicht und es wurde aber so ganz langsam, nein, eigentlich langsam nicht, relativ schnell zu einem Bäumchen. Und ich habe mich sehr gefreut und gesagt, ah, das ist doch großartig, da wächst ein neuer Baum. Dann habe ich ein bisschen im Internet gesurft und habe dann festgestellt, dass das irgendeine chinesische Ahorn ist, keine Ahnung, die jetzt unsere Wälder verwüstet, weil die so wahnsinnig schnell wächst und mit den Wurzeln, ja, also die Wurzeln so schnell durchgreifen und andere dann zerstören. Und in dem Moment, wo ich das dann gelesen habe, die Beschreibung gelesen habe, dann war diese schöne Pflanze, diese schöne neue Pflanze in meinem Garten plötzlich das große Unheil. Also die musste sofort raus, mein Mann musste sofort ein riesengroßes Loch graben und diese Pflanze rausreißen, weil die ja des Übels ist, weil die alle anderen Pflanzen kaputt macht. Und so wie du vorher, Krieg und Krankheit, und natürlich gibt es das alles auf der Welt, aber ja, die Natur bringt einfach heraus. Die macht diese Bewertungen nicht. Und da gibt es nichts Persönliches. Da gibt es nicht, oh Gott, diese Pflanze, die muss aber jetzt leben, weil das machen wir Menschen, weil das ist dann unsere Pflanze, die gut ist und die andere Pflanze, die nicht gut ist. Oder das Unkraut. Also ich kämpfe auch jedes Jahr mit Unkraut. Und dann bin ich auch einmal da gesessen und gesagt, ja, wer bestimmt denn, was Unkraut ist? Das machen wir. Das machen wir, indem wir diese Kategorien und diese Schubladen vollfühlen. Und jetzt sind natürlich diese Kategorien, die geben uns scheinbare Sicherheit, denn dann wissen wir, wie wir uns verhalten sollen oder wissen, wie wir dann mit unserem Business rausgehen sollen, welche Stärken wir haben. Und wenn wir das wissen, ja, dann wird alles viel einfacher. Aber was ich mehr und mehr dann sehe, seitdem ich das loslassen kann, ist, dass ich selbst als Person Silvia, also ich bin komplett wandelbar. Ich verändere mich ständig. Ich bin mal introvertiert, mal extrovertiert. Ich bin mal zögerlich, wenn mich mutig, dann bin ich besserwisserisch, dann gebe ich gerne nach. Also das sind so viele, viele Facetten. Ja. Und es gibt aber dann tief drinnen in uns allen einen Kern, der ist von dem ganzen
Tests und Kategorien und Beschreibungen komplett unbeeindruckt ist und der einfach das tut, was jetzt gerade zu tun ist und ganz gleich, was irgendein Test sagt. Und dann finden wir uns plötzlich, also laut Tests bin ich introvertiert, und dann findet man sich plötzlich als Introvertierter auf einer Party total extrovertiert verhalten, ist halt total ausgelassen, aber nur einfach, weil wir uns gerade wohlfühlen und nicht daran denken, dass wir doch eigentlich sind wir doch introvertiert und eigentlich müssten wir uns ja anders verhalten und eigentlich verhält man sich ja nicht so. Also das fallen zu lassen und zu sagen, okay, die Natur darf das herausbringen, was aus uns heraus möchte, ja das macht es einfach, ja, das macht es auf alle Fälle leicht. Ja, das macht es leicht und es macht es offen und es macht ein entspanntes Sein noch mehr möglich. Und das finde ich so schön. Und ja, wie du sagst, dann sind wir nicht mehr in dieser Box von unserem persönlichen Denken. Und wir können alles durch uns ausdrücken lassen, was durch uns als auch Teil der Natur rauskommen möchte. Mhm. Unbegrenzt, unlimitiert. Ja, das ist einfach wunderschön. Und wie gesagt, zum Eingang, heute geht es nur darum, einfach eine Spalte aufzumachen, zu schauen, gibt es vielleicht etwas Spannenderes als das persönliche Leben, was du vielleicht auch bisher geführt hast, liebe Zuhörer, wie ich, und hinzuschauen, was hat das Unpersönliche, das Universelle, dieser Strom, diese Energie hinter dem Leben zu bieten, an Interessantes und an Entlassendes und an Öffnendes, worauf du vielleicht noch nicht geschaut hast. Und ja, wenn wir das geschafft haben, sind wir doch froh. Ich würde jetzt gerne abschließen, Silvia, sei denn, du hast noch was hinzuzufügen. Nein, ich finde das sehr, sehr gut. Ich möchte das gerne einfach so rausschicken und jeder soll das mal sacken lassen und in sich wirken lassen. Mhm. Absolut. Dann vielen Dank für das heutige Zuhören. Wir sehen uns bei der nächsten Episode. Wir freuen uns auf dich, auf euch. Bis dahin. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.